Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Thrones Besprechung. Wir sind in Folge 6 von Staffel 6 angelangt und ja, Jonas, gibt es etwas zu sagen zur letzten Folge? Ja, es gibt wieder, ich habe wieder drei Sachen rausgesucht. Das und zwar, die Filmfabrik auf Deutsch hieß es halt das Tor, nicht halt die Tür. Das tut mir natürlich leid, das habe ich falsch in Erinnerung gehabt. Das war dein Fehler, Jonas. Das war dein Fehler. Ja, das war nicht meine Schuld. Das war nur du dein Fehler. Du hättest aber auch nachgucken das können. Das war zu 100% dein Fehler. Ich habe dich aber sogar gefragt, ob du 100%ig sicher bist und du hast ja gesagt. Aber manche haben auch geschrieben, dass der Titel der Folge falsch ist. Halt die Tür. Aber auf komischerweise auf Amazon und iTunes hieß der Halt die Tür. Also deshalb haben wir die Folge so genannt. Ja, das stimmt. Aber das war tatsächlich keine. Also wir haben ewig nachgeguckt und ja. Da stand sowohl die Tür als auch das Tor und dann konnte man sich entscheiden und weil Jonas so krass Unrecht hatte und dachte, es heißt halt die Tür, haben wir. Ach Quatsch, das ist nur ein Scherz. Sorry, war ein Fehler. Dann. Nächster Kommentar. Also ich muss schon kritisieren, dass ihr nicht auf die sensationelle Nahaufnahme des mächtigen Geschlechtsteils des Schauspielers eingegangen seid. Ach ja. Der Pimmel. Ja, wir hatten eigentlich vor, darüber zu reden, aber haben wir dann doch nicht gemacht. Warum haben wir es nicht gemacht? Ja, ich glaube, wir haben es einfach vergessen, weil wir immer so 2000 Notizen haben. Sorry, dass wir nicht so pimmelfixiert wie ihr seid. Ja. Was ich langsam einfach nicht mehr verstehen kann, ist der Night King an sich. Wieso heißt der Night King? Laut den Fakten kann er unmöglich der 13. Lord Commander sein. Night King. Ja, wir haben ja schon mal in der Faktenfolge gesagt, dass es diesen 13. Lord Commander gab, der die Nachtwache unter sich unterjocht hat und Menschenopfer dargebracht hat. Ja. Das war ein anderer Night King. Also das sind zwei verschiedene Personen. Das haben wir zu dem Zeitpunkt leider nicht so ganz genau gewusst. Ja. Aber okay. Der Night King aus der Serie ist ein anderer Night King als dieser 13. Lord Commander. Ja? Ja. Okay. Das war's. Alles klar, das war's. Diese Folge heißt Blood of my Blood, Blut von meinem Blut. Es ist einfach deswegen, weil es in dieser Folge ständig um irgendwelche Familienangelegenheiten geht. Und ich möchte gleich mal mit einem Monolog starten, weil was mir gerade aufgefallen ist, was in Staffel 6 passiert ist. Deswegen habe ich heute Morgen auch gefragt nach meinem Buch Story, das ich leider nicht mehr finde, einem meiner absoluten Lieblingsbücher, dass es gerade einfach eine unglaublich interessante Entwicklung in Staffel 6 gibt. Denn so gemessen an der Gesamterzählung über die gesamte Storyline, finde ich, wird gerade in dieser Folge offensichtlich, dass wir gerade so einen gewissen dritten Akt beschreiten. Mhm. Denn was in dieser Staffel irgendwie, und gerade in dieser Folge, also extrem maßen dieser Folge, irgendwie immer so ein grundlegender Tenor, ein grundlegendes Thema ist, dass die Figuren zurückgehen. Zurück an ihren Ursprungsort, zum Beispiel, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, Jon und Sansa gehen zurück nach Winterfell, Arya ist wieder Arya und will ihren Vater rächen, Tyrion ist wieder ein Königsratgeber und Stratege, Theon Greyjoy ist nicht mehr Stinker, sondern wieder Theon, Daenerys geht zurück zu den Dothraki nach West Dothrak und jetzt zurück nach Meereen, Sam geht zurück nach Hornhill zu seinen Eltern und seiner Familie, Gregor Clegane geht zurück zu den Lebenden, Jaime geht zurück an die Spitze einer Armee, Cersei geht zurück an die Regierung und die beiden Vögeln wieder und bla bla bla. Bran geht sogar ganz wortwörtlich zurück, nämlich zurück in die Vergangenheit und sowas. Ich finde, es gibt da schon sehr viele so diesen Grundtenor, von wegen die Figuren gehen zurück. Und beim Drehbuchschreiben ist es ja auch ganz genau so, dass das passiert. So, du startest in der klassischen Drei-Akt-Struktur von Josh Campbell, Heldenreise ist das, und Sid Field heißt ein weiterer Filmtheoretiker, der die Drei-Akt-Struktur erklärt hat. Okay. Was alles auf Aristoteles beruht übrigens, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, dass man quasi drei Akte hat. In Akt 1 lernen wir die Figur kennen, die eben so ihre Probleme und Konflikte hat. Mhm. In Akt 2 entwickelt sie sich weiter und erhält neue Fähigkeiten durch einen Mentor und durch neue Schwierigkeiten und Probleme und so weiter. Ja. Und in Akt 3 kehrt sie zurück an den Ursprungsort von Akt 1 und kann plötzlich mit diesen neuen Fähigkeiten diese Konflikte lösen. Und ich glaube, das passiert. Also ich habe mir da auch mal direkt als Beispiel Karate Kid aufgeschrieben. So Daniel, die Hauptfigur, ist ein ziemlicher Versager, kriegt kein Mädchen, wird die ganze Zeit von irgendwelchen Bullies belästigt und verprügelt und ist eigentlich ein ziemlicher, also sein Vater ist irgendwie weg. Und dann kommt eben Akt 2, er lernt Meister Miyagi kennen und erhält neue Fähigkeiten im Karate. Und Akt 3 schafft er es plötzlich, seine Bullies zu besiegen und sich Respekt zu verschaffen. Mhm. Alle Disney-Filme sind zum Beispiel so geschrieben in dieser Drei-Akt-Struktur. Und ich glaube, dass das gerade in Game of Thrones passiert. Ja. Dass die Figuren eben ihre neue Fähigkeiten erhalten. Und auch mit der Voraussicht, dass es nur noch zwei Staffeln geben wird wahrscheinlich. Ganz genau. Und das würde auch übrigens zeitlich ungefähr passen, wenn man sagt, so, dass eine perfekte Hollywood-Filmstruktur ist, dass der erste Akt das erste Viertel ist. Akt 2 ist das zweite und das dritte Viertel, also die Hälfte des Films. Mhm. Und Akt 3 ist so das letzte Viertel. Und das würde ja auch ungefähr passen mit dieser. Das habe ich zumindest gestern in der Folge erkannt. Ja. Und das war jetzt ziemlich viel Monolog. Ja. Wenn du das gehört, können wir ja wieder durchgehen. Ne? Noch, um nochmal auf diesen Blood of My Blood
zurückzukommen. Ja. Das ist ja übrigens auch ein Dothrakischer Ausdruck, da sagt man ja so. Und haben ja wieder auch alle Handlungsstränge in irgendeiner Weise damit zu tun. Absolut, ja, das stimmt. Apropos Handlungsstränge. Fangen wir mit dem ersten an. Ja. Erst noch kurz, Regie führt wieder Jack Bender, wie in der letzten Folge. Es ist eben dieses Zweierpack. Weißt du, ob das in der ganzen Folge so, in der ganzen Staffel so durchgesetzt wird? Ich glaube schon, ja. Okay, dann bin ich gespannt, wer als nächstes Regie führt. Wir fangen an Beyond the Wall, nördlich der Mauer. Jenseits der Mauer. Ich habe zu jedem Ding einfach so einen zusammenfassenden Satz geschrieben. Mhm. Bran und Mira fliehen vor den Widergängen und werden von einem mysteriösen Fremden gerettet, während Bran die ganze Zeit Visionen hat. Sie fliehen alle zusammen. Genau. Okay, nächste Handlungsstrang. Denn natürlich gerade da passiert extrem viel. Ja, also allein schon an dem Part habe ich, glaube ich, so über eine Seite geschrieben. Ja, also viele, man sieht eben, wie Mira Bran trägt und dann gerade als sie, also ich finde erstmal großartig von Mira, was sie da macht. Sie ist eine unglaubliche Heldin, selbst, also sie ist körperlich komplett erschöpft. Sie ist total verzweifelt. Sie werden da umkreist von den Whites, von den Wiedergängern und selbst im letzten Moment wirft sie sich noch auf Bran und sagt, I'm so sorry und also es tut mir so leid und versucht ihn zu schützen. Ja. Eine Märtyrerin, also es ist eine unglaubliche Heldin. Ich fand es auch interessant zu sehen, dass Bran zu ihr sagt, Mira, they found us, also Mira, sie haben uns gefunden, obwohl sie, also sie hätte ja eher das mitbekommen können, aber das spricht ja nochmal für seine Grünseherfähigkeiten einfach, dass er schon weiß, dass sie kommen und dass sie hinter ihnen sind. Ja. Dass er wahrscheinlich sich in den Baum gewalkt hat und das schon gesehen hat, dass sie kommen. Ja, und Bran sieht so aus, wie wenn ich eine Staffel von irgendetwas durchsuchte, von Game of Thrones zum Beispiel, denn er walkt und rollst die Augen hoch? Natürlich, so sehe ich, genauso sehe ich aus. Er reißt und bildet sich quasi weiter als die neue dreäugige Krähe und gerade in diesen Visionen sieht man teilweise auch nur für einen Frame, teilweise für zwei Frames, teilweise auch für ein bisschen länger, ganz viele interessante verschiedene verrückte Sachen. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist quasi ein Download von dem Wissen der dreäugigen Krähe. Genau, wie in X-Men Apocalypse mit dem Fernseher. Gut, dann sollen wir mal auf die Vision eingehen. Ich möchte, dass du auf X-Men Apocalypse nochmal eingehst. Nein, Quatsch. Lass uns auf die Vision eingehen. Also was vor allem natürlich sehr interessant ist, dass man den irren König sieht. Aerys II. Der König war, bevor Robert Baratheon mit seiner Rebellion den Thron für sich beansprucht hat. Ja. Und man sieht, was mich tatsächlich direkt gestört hat. Ich fand, er sah nicht gut, er sah nicht zerlumpt aus, er sah nicht verrückt aus, er sah noch relativ gefasst aus und normal und halt nur so ein kleines bisschen verrückt. Also laut den Büchern hatte Aerys eine lange, ich glaube eine halbjährige oder sowas, Geiselnahme hinter sich und das hat ihn, und auch der Tod seiner vielen Kinder und so weiter. Lange Fingernägel, die er sich geschneidet ließ, lang gewachsenes Haar, er wusch sich nicht mehr, sah total eingefallen aus, er soll einen überlangen Bart gehabt haben, er soll extrem hager und schlaksig gewesen sein, also fast schon so untergewichtig. Er soll komplett verrückt ausgesehen haben in seinen letzten Tagen. Also richtig, richtig wahnsinnig. Also wir können ja hier auch ein Bild einblenden. Also es gibt ja von so verschiedenen Künstlern auch Bilder. Ich finde, das kommt schon eher ran an das, wie man sich das vorstellen könnte. Absolut, absolut. Aber hier war das nicht so. Ich fand, er sah zu gepflegt aus. Ja. Also klar, natürlich wird das für die Filme vielleicht auch ein bisschen, für die Serie ein bisschen abgewandelt oder realistischer gemacht in irgendeiner Weise oder das Element wurde irgendwie rausgenommen. Trotzdem schade, weil ich mir erhofft habe jetzt über Staffeln, wenn man den Mad King sieht, den irren König, dass er auch irre aussieht, so wie es in den Büchern eben ist. Ja, ja. Also ich war auch ein kleines bisschen enttäuscht. Ja, das muss man leider sagen. Wir sehen auch Pyromanten. Immer wieder Pyromanten. Mhm. Also ich hätte mir gedacht, das ist hundertprozentig zu Zeiten von Aerys. Mhm. Die Wildfire, also Seefeuer abgießen, das ist das, was Aerys herstellen ließ. Genau, und seine Feinde zu verbrennen. Genau, das ist auch das Zeug, das Tyrion entdeckt hat in Staffel 2, und mit der er quasi die Schlacht von Blackwater Bay gewonnen hat. Wir sehen ja auch immer wieder diese Einstellung von diesem Keller, in dem das Seefeuer gelagert wird. Mhm. Und da gibt es auch, das ist auch ganz interessant, diese Einstellung, in der das ganze Zeug explodiert. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, kurz, wo das zu dem Gang entlang geht. Ist das ein Foreshadowing? Ist das die Zukunft? Ja. Ist es vielleicht eine abgewandelte Vergangenheit, in der König Aerys das geschafft hätte, komplett King's Landing auszulöschen? Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, Es müsste ja immer noch was unter Königsmund lagern. Ja, nee, weil ich hatte halt die Theorie, dass dieses Wildfire, das ist relativ klar, glaube ich, sehr offensichtlich, dass dieses Wildfire noch irgendeine Rolle spielen wird. Du musst dir jetzt vorstellen, wenn Daenerys oder sowas mit einem Drachen über King's Landing fliegen würde und da ihr Feuer draufspeien würde, dann würde das Wildfire sofort
entzünden. Apropos Drachen über King's Landing, ja. Die sieht man ja auch in der Vision. Ja, die stimmt. Hat man aber auch schon davor schon mal gesehen. Das war in Staffel 4, Folge 2, in der sich Bran das erste Mal in den Weeholzbaum walkt, sieht man auch schon diese Einstellung von diesem Drachenschatten, der über Königsmund fliegt. Mhm. Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass das Daenerys ist und dass das halt nicht die Vergangenheit ist, wie man sich vorstellen Zukunft. Kann. Ja. Genau. Also das waren Visionen nicht nur von der Vergangenheit oder von der Gegenwart, sondern auch halt von der Zukunft. Weil es ist ja, jeder wartet auf den Moment, dass Daenerys nach Westeros überreist. Ja. Ich hatte auch die Idee, dass eventuell Bran dieses Wildfire benutzt, um White Walker vielleicht auch zu killen, in irgendeiner Weise. Und dann schreit ja auch währenddessen die ganze Zeit der Mad King, burn them all, burn them all, burn them all. Das fand ich richtig cool. Wir hatten ja die Theorie, dass irgendwie, nicht nur wir, ich glaube, die haben viele, dass eventuell es irgendwie ein Wechselspiel ist, dass Bran quasi den Mad King auch zum Teil mad gemacht hat. Das weiß ich nicht. Dass er die Stimmen war, die ihn verrückt gemacht haben. Genau. Dass er die Vergangenheit beeinflussen wollte und somit alles vor die Hunde geführt hat. Das ist quasi genau wie bei Hold the Door, dass irgendwie dieses Burn them all eigentlich auch nur ein Satz ist, dass eventuell Bran irgendwie in seinen Kopf gestreut hat. Aber das weiß man nicht, weil dem Aerys sind schon viele Dinge passiert, die, glaube ich, auch jeden gesunden Mann verrückt machen würden. Oh ja. Und als Targaryen hat er da auch durchaus eine gewisse Gefahr, dass es passiert. Ja. Ich fand auch interessant diese Einstellung mit dem Drachen über dem bewölkten Himmel. Mhm. Da kann man auch schon sehen, also ich glaube nicht, dass es sich da um Essos handelt, sondern eher um Westeros. Ja. Man sieht ja auch so ein Seil da an der Seite, was für ein See, also für ein Schiff, weil da viele Seile ja vertraut sind. Ja. Also für die Überfahrt von Daenerys nach Westeros. Ja. Oder vielleicht, was ich eher weniger glaube, vielleicht Aegon, seine Eroberung. Na, das weiß ich nicht. Hoppala, das weiß ich nicht. Und in diesen Visionen, apropos Aerys, sieht man auch eine ganz andere. Oh Gott, mein Bauch. Sieht man auch eine ganz andere Figur, nämlich Jaime Lannister, den Kingslayer. Ja, und den Mord. Und den Mord. Ihren König. Genau, da war es ja so, dass. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber Jaime hat zuerst den Pyromanten ermordet, den Aerys verrückterweise in seinen letzten Tagen zu seiner Hand auserkoren hat. Ein Mann von sehr geringer Geburt. Den hat Jaime getötet, weil er, dieser Pyromant, den Auftrag bekommen hatte, ganz King's Landing in Brand zu setzen. Und dann hat Jaime den König ermordet. Genau. Was wir aber auch noch sehen, dass er auf dem Thron sitzt. Genau, dass Jaime auf dem Thron sitzt. So wurde es ja auch immer erzählt, dass Eddard Jaime Lannister im Thronsaal so vorgefunden hat, wie er auf dem Thron sitzt. Genau. Ganz arrogant. Was ich mich allerdings da gefragt habe, ist, wie alt war Jaime? Als das passiert ist, war Jaime 16? Nee, ein bisschen älter schon. Ich glaube, ja, so älter. Nee, 16 ist er, als er um die 20 rum, würde ich mal sagen. Ja, aber 16 ist er, als er einberufen wurde in die Königsgarde. Ja. Und dann kam noch ein paar Jahre. Ich meine, auf dem Turnier von Harrenhal wurde er zum Königsgardenritter geschlagen. Ja. Aber er war jung. Er war jung. Es ist lange her. Also warum spielt es wieder Nikolai Coster-Waldau? Heißt er nochmal? Sorry, ich habe diesmal sogar Nikolai Coster-Waldau. Den Namen vergesse ich immer. War zu alt für diese Vision. Ja. Also, mal sehen. Man sieht auch wieder sehr viele Szenen aus Hardtime. Also, dass Bran quasi mitbekommt, wie der Nachtkönig diese ganzen Menschen, toten Menschen wiederbeleben kann. Ja. Wir sehen auch immer wieder, wie Bran fällt. Mhm. Also, dieses Ereignis, das eigentlich die komplette Story so angestoßen hat. Ja. Genau. Wir sehen auch, wie, also, wenn man jetzt mal so ganz blöderweise die Folge als erste von allen guckt, da wird mir extrem gespoilert bei einer Vision, wenn man die ganzen Tode nochmal sieht. Allerdings, wir sehen, wie Caitlin von dem Black Warder getötet wird. Mhm. Was ich mir auch vorstellen kann, dass Bran das noch gar nicht weiß, weil er ja da zu der Zeit schon unterwegs war. Also, das kann sehr er erfährt sein, quasi durch die Vision, dass seine Mutter tot ist. Er erfährt durch die Vision, dass sein Bruder tot ist. Ja. Ja. Weißt du, was man auch für einen Frame sieht? Eine blutige Hand, also das Bild ist um 180 Grad gedreht. Ich finde, das ist eine mit der. Absolut. Ein so kurzes Bild für ein paar Frames. Ja. Man sieht eine blutige Hand in einer Blutlache. Vorne ist eine männliche Hand, die im Fokus ist. Und im Hintergrund ist eine weibliche Hand, die da quasi auf dem Boden liegt, in einer Blutlache. Und da jeder, der öfter die Filmfabrik guckt oder sich mit Fantheorien beschäftigt, der weiß ganz genau, worauf das hinauslaufen könnte, wofür das wieder stehen könnte. Nämlich R plus L gleich J. Wir sehen ja auch den Frame davor, sieht man Eddard am Turm der Freude. Genau.
Turm der Freude. Die Theorie besagt, dass Eddard da eben hochrennt und Lyanna Stark, die von Rhaegar, also Daenerys' Bruder, entführt wurde oder zumindest mit ihm ein Liebespaar war, das weiß man ja auch nicht so genau, dass sie mit Rhaegar ein Kind gezeugt hat. Ob es jetzt Vergewaltigung ist oder gemeinschaftlich ist halt eine andere Frage, aber dass sie da im Turm der Freude im Kindbett gestorben ist und Eddard Stark quasi aus dem Turm der Freude rauskam mit Jon Snow in seinen Armen. Also, dass Jon Snow ihn als seinen Bastard ausgab, genau. Dass ihm nichts zu Also, dass Jon Snow quasi zur Hälfte, also Rhaegar Targaryens Sohn ist und Lyanna Starks Sohn. Genau. Also und dieses eine Bild ist ja auch das, ne? Also ich finde, wenn man jetzt nicht so krass drauf achtet, hätte man auch denken können, das könnte von der Roten Hochzeit sein, ja. Als Robb Stark seine Hand auf Talisa legt. Ja. Ich habe aber noch mal nachgeguckt, sieht komplett anders aus. Ja. Ja. Aber das sieht man ja auch noch mal, also der Roten Hochzeit. Wahrscheinlich wollte man einfach so ein bisschen so dieses, die Verbindung schaffen ja. Dazwischen. Und man sieht auch Roose, wie er Robb tötet, ja, oder? Genau. Und ja. Jaime, wie er Aerys tötet. Also jeweils ein König wird getötet. Genau. Ja, also er lädt sich quasi all also die Informationen einmal runter. Der König von Blut und Feuer quasi und einmal der König von Eis und Norden. Ja. Wir sehen wieder Eddards Hinrichtung, wir sehen wieder die Entstehung der White Walker und der Kampf von Jon gegen die White Walker, also auch wieder wichtig, so mit dem valyrischen Stahl, was wahrscheinlich auch nochmal zu was wichtig auch noch später werden wird. In der Folge noch sehr wichtig ist, darf man nicht vergessen. Das ja, wir genau, noch. Genau. Ja. Und wir sehen, wie diese White Walker-Armee auf die Mauer zugeht. Das war, glaube ich, in Staffel 2, Folge 10, wenn man das erste Mal gesehen. Und ich fand so, wir sehen Dannys Wiedergeburt, also in der ersten Staffel, als sie aus dem Feuer aufsteigt mit den Drachen. Ja. Und wir sehen nochmal Craster's Baby, wie es verwandelt wird. Also Bran weiß eigentlich, worum es in der ganzen Geschichte jetzt geht. Und ich fand, das war halt, das hatte so eine Dualität, diese ganzen Visionen. Einerseits Eis und einerseits Feuer. Es waren ganz viele Sachen, die für Eis stehen und ganz viele Sachen, die für Feuer stehen. Was halt auch wieder das Lied von Eis und Feuer. Was halt auch wieder darauf hinweist, dass es geht. Ja. Also dieser Prinz, der versprochen wurde, das ist halt die Hauptfigur. Es war ziemlich cool, es war ziemlich viel. Ich fand's nervig geschnitten, aber davon abgesehen, ja. Dann werden sie von einem mysteriösen Reiter gerettet. Genau, nämlich auf den kommen wir, ich würde sagen, kommen wir am Ende nochmal drauf zu. Also wir sagen jetzt nicht, wer das ist, sondern gehen nochmal rein, oder? Wollen wir das verschieben? Ja, also ich würde es so machen, wie die Folge einfach das gemacht hat. Ich will nur sagen, dass wir wieder mal recht hatten. Onkel Benjen lebt. Onkel Benjen lebt, aber gut, okay. Kommen wir dann später wieder darauf zurück. Dann geht es ab nach Hornberg, nach Hornhill und wir sehen auch wieder ganz neue Figuren, die in den Büchern schon auch seit langer Zeit irgendwie immer erwähnt werden, aber jetzt zum ersten Mal sehen wir sie, nämlich die Eltern, also allgemein die Familie von Samuel Tarly. Genau. Er ist nervös. Ich fand es insgesamt, also ich fand in der Folge, es war ein bisschen zu viel. Zu viel Samuel. Ich fand die Szenen haben ein bisschen zu lange gedauert. Ich finde, es musste erzählt werden, aber es war halt, es hat halt viel von der Folge in Anspruch genommen. Ja. Da gab es schon abwechslungsreichere Folgen, obwohl da auch viel passiert ist in kurzer Zeit, aber das war halt, das hatte ich jetzt das Gefühl, es war ein bisschen gestreckter. Echt? Ich fand's okay. Ich fand's nicht so schlimm. Aber ich fand's interessant, wie nervös Sam war, als er zurückgereist ist zu seiner Familie. Er verschweigt ihnen, dass Gilly, oder Goldie heißt sie, glaube ich, im Deutschen, ne? Goldie? Ja, genau, Goldie, dass Gilly ein Wildling ist, ein Wildling. Und fand ich auch noch interessant, in den Büchern reist er, wenn ich mich nicht irre, wirklich nach Old Town, nach Alsace. Ja. Und hier tut er's nicht. Hier reist er zuerst nach Hause. Und diese gesamte Szene, nee, die startet nicht damit, aber da kommt es auf jeden Fall vor. Dieser großartige Schwenk von der Kutsche, diese Draufsicht auf die Kutsche und dann dieser Schwenk hin zu dieser Festung. Ja. Das war schon wahnsinnig geil inszeniert. Ehrlich gesagt, ich hab mir Hornhill oder Hornberg immer ein bisschen burgiger vorgestellt. Es sah eher aus wie ein Schloss. Also ich fand's halt mehr. Ich war halt so beeindruckt von diesem Schwenk, dass ich da. Ja, also diese Schwenks sind halt immer geil, wenn du halt siehst, wenn du zum ersten Mal so eine neue Location siehst. Das ist halt immer extrem geil. Das ist super geil gemacht. Es war aber auch hundertprozentig aus dem Computer composited, aber es war mir egal, es war trotzdem einfach nur geil. Ich fand halt zu Haus Tarly nochmal kurz ein, zwei Worte zu dem. Ja. Die haben ihr Wappen ist ein schreiender roter Schütze auf grünem Grund. Ihr Hausspruch ist Erster im Kampf, sind ein Vasall von Rosengarten und sie sind also Tyrells, die sind den Tyrells unterworfen quasi. Ja.
Und die sind große militärische Anführer, also die führen immer so die Schlachten für die Weite und sind halt so die größten militärischen Anführer, die man sich so vorstellen kann. Mhm. Bei der Robert's Rebellion war ja auch Randall Tarley der Einzige, der gegen Robert Baratheon eine Schlacht gewonnen hat. Mhm. Das soll ja schon einiges heißen. Ja. Deshalb habe ich mir halt also es sieht halt nicht aus wie eine Festung, die man so leicht verteidigen kann. Es sieht halt aus wie ein Schloss. Ja. Deshalb habe ich mir halt das eher so ein bisschen massiver vorgestellt, mit dicken Mauern, hohen Mauern, großen Türmen oder sowas. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Ja. Was noch? Gilly ist begeistert. Lese ich da bei dir? Gilly ja, begeistert. Ja, das hat mich halt so, also wenn man sich so in ihre Lage versetzen kann, sie ist zum ersten Mal in südlich der Mauer. Echten, ja. Sie sieht zum ersten Mal, wahrscheinlich zum ersten Mal so eine richtig fette Burg. Was hat sie bisher gesehen? Sie hat Craster's Keep gesehen, also diese kleine Hütte von ihrem Vater, ein bisschen was nördlich der Mauer und Castle Black. Und auch Castle Black ist ja keine unbedingt beeindruckende. Ist ja auch runtergekommen. Ist runtergekommen, wie alles bei der Nachtwache, über die Jahrhunderte oder Jahrtausende vielmehr. Und weiß und grau und schwarz. Weiß und grau und schwarz. Und plötzlich ist sie in einer. In einer schönen Region. Absolut. So lässt sie sich. Und vor allem wird Sam auch, als man hat sich auch die Frage gestellt, wie wird Sam begrüßt? Als große Enttäuschung seines Vaters. Er wird als Adliger begrüßt und zwar von seiner Mutter Melissa. Die fand ich super. Und seine Schwester. Und seine Schwester Talla. Ich fand super, wie ähnlich Talas dem Schauspieler von Sam aussieht. Ja, ja, also man kann sich gut vorstellen, dass das aus einer Familie kommt. Genau. Und die restliche Familie, über die sprechen wir gleich noch, denn die kommen erst später. Die kamen in dieser kurzen Szene noch nicht vor. Genau. Ja. Ich habe nur noch ein Wort zu Melissa, der Mutter von Sam. Die ist in den Büchern, heißt die Melissa Florent. Und da ist sie die Cousine übrigens von Selyse Florent oder Selyse Baratheon, der Frau von Stannis Baratheon. Ja. Nur um nochmal diese ganzen Verwandtschaftsverhältnisse. Ja, okay, sehr gut. Sind wir dann durch mit Hornberg? Das ist die erste, der ersten Hornberg-Szene. Genau. Dann geht's zurück zu der großen Septe von Baelor nach King's Landing, Königsmund. Da sieht man, wie das war übrigens eine Nachricht, die wir bekommen haben, auch auf unserem YouTube-Kanal. Das fand ich ein bisschen weit hergeholt, aber doch auch sehr interessant. Es ist ja die Rede davon, dass Cerseis drei Kinder vergiftet werden. Das ist mit Missella passiert, die wurde ja von den Salzstangen. Sandschlangen vergiftet und Joffrey, der von Olenna Tyrell vergiftet wurde. Und das dritte Kind ist Tommen und das ist noch nicht vergiftet. Und da war ja unsere Theorie, dass Cersei die Mutter der sterbenden Kinder wird. Er hat geschrieben, die Nachrichten, dass quasi Tommen vom Hohen Spatz vergiftet wird. So quasi im Geiste. Im Geiste vergiftet wird, genau. Ja, also aber ich muss tatsächlich dran denken, als ich die Folge gesehen habe, denn genau das passiert ja. Der Hohe Spatz hat. Er lässt sich einfach, Tommen, der mal so stark sein wollte, lässt sich halt komplett von ihm einlullen. Absolut. Ja, aber dafür darf er seine geliebte Frau sehen. Ja, was halt auch wieder zu diesem Einlullen dazugehört, weil der Hohe Spatz gewährt dem König. Ja. Eine Sache. Audienz. Das ist halt, das ist auch so dieses, die sind schon auf einer Ebene, wenn nicht sogar der Hohe Spatz ein bisschen drüber inzwischen. Das stimmt. Ja, Margaery ist mittlerweile auch sehr entspannt. Sie ist, was ist mit ihr passiert, Jonas? Das ist eine gute Frage. Man weiß, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also sie macht so auf vordergründig darauf, dass sie so dem Hohen Spatz jetzt, dass sie auf ihn hört, sie fromm geworden ist. Genau, dass sie ihr spiritueller Anführer ist, ihr Mentor oder sowas. Aber man kauft sie nicht so hundertprozentig. Nee, also sie ist. Dafür ist sie zu entspannt. Sie ist auch zu schlau für sowas. Ich meine, in der Szene mit ihrem Bruder in der dritten Folge, glaube ich, vierten Folge, sieht man ja, dass sie ganz genau weiß, dass der Hohe Spatz ein ganz hinterlistiges Spiel treibt. Ja. Und ich glaube nicht, dass die wirklich. Dass die wirklich, wirklich übergegangen ist. Also das wäre zu doof. Ja, das stimmt. Und sonst noch was zur großen Septe von Baelor? Sonst habe ich da erstmal nichts. Ich auch nicht. Denn dann geht es wieder zurück nach Hornberg und wir sehen gleich einen sehr verrückten Moment, denn Gilly sieht komplett verändert aus. Gilly Transformation habe ich geschrieben. Ja, genau. Sieht aus wie eine Edeldame, weil Talla sie. Übrigens, wer nennt sein Kind Talla, wenn der Nachname Tali ist? Talla Tali, Talla Tali. Talla Tali. Fand ich bescheuert. Aber okay, das bin vielleicht nur ich. Klingt doof, ja. Man sieht auch, wie schön Gilly sein kann. Es wirkt aber komplett ungewohnt. Ich musste tatsächlich so
Ja, so komplett auch so. Wie sie in diesen Kleidern so rumstellst, weil sie einfach nicht gewohnt ist, so unbequemes Zeug zu tragen, sondern einfach so bequeme Sachen. Genau. Und in dieser Szene sieht man auch den strengen und intoleranten und autoritären und konservativen Vater von Sam. Grandios gespielt von James Faulkner heißt er, glaube ich. Ja. Ich finde, der hat halt echt, der sieht schon so grimmig aus, wenn man sich Bilder von dem anguckt. Und wenn man dann noch diese Schmirgelpapierstimme von ihm hört. Absolut. Also im englischen Original, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Ja. Ich fand den extrem gut gecastet und ziemlich gut gespielt. Fand ich auch, extrem gut. Randall Tully ist da, finde ich, sehr, 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 sehr gut getroffen worden. Und wir sehen auch den jüngeren Bruder von Sam, nämlich Dickon. Der Erbe von Hornhill. Genau. Was halt auch verrückt ist, weil eigentlich ist Sam der Ältere und damit hat er eigentlich den Erbschaftsanspruch. Aber der Vater war halt so enttäuscht, dass er Sam an die Mauer geschickt hat und quasi seinen jüngeren Bruder zum Erben gemacht hat. Der eben als super Soldat gilt, super kämpfen kann, gut aussehend ist. Allerdings auch in den Büchern heißt es immer, dass er ein bisschen einfältig ist. Dass er es kam so ein bisschen raus, dass er irgendwie hat nur das Jagen im Kopf. Ja, genau. Gilly, man merkt eben auch, dass sie in ihre Rolle noch nicht ganz angekommen ist, weil sie nicht nur halt so komisch dachsig geht, sondern auch mit dem Besteck nicht umgehen kann. Man sieht, dass Randall nichts von seinem Sohn Sam hält. Absolut gar nichts. Ich meine, er redet ja auch die ersten paar Minuten überhaupt kein Wort, sondern starrt nur auf ihn. Ja. Er verachtet Sam allein schon deswegen, weil er fett ist, weil er erwartet hat, dass die Nachtwache einen Mann aus ihm macht. Ich könnte mir vorstellen, dass Randall Sam auch für einen Verräter und Deserteur hält, weil er quasi die Nachtwache verlassen hat und jetzt eine Frau hat und sogar einen Bastard aufzieht. Dann sieht man hier in dieser Szene, dass also Gilly verteidigt ihn halt und sagt, er hat sogar einen White Walker getötet und Sams Bruder Dickon, der eben halt auch nicht der Hellste ist, der lacht. Aber hier sieht man eben auch, dass in Westeros immer noch nicht angekommen ist, dass die White Walker eine reale Bedrohung ist. Ist wahrscheinlich nicht mal bei den Häusern im Norden richtig angekommen. Genau. Gilly verrät, dass sie ein Wildling ist, weil sie sagt, ich habe es auf dem Weg südlich, also auf dem Weg runter nach Castle Black gesehen oder sowas. Dann Randall ist halt nicht dumm, nicht wie Dickon. Nee. Randall checkt, dass Gilly ein Wildling ist. Und der Vater ist entsetzt, dass Sam einen Wildling an den hohen Tisch seines Vaters mitten ins Herz des Hauses Tully gebracht hat. Genau. Also das ist auch starker Tobak, muss man dazu sagen. Ja. Dann sieht man das Familienschwert, Heartsbane. Und der Vater sagt auch nochmal explizit, dass es aus valyrischem Stahl geschmiedet ist. Und von valyrischem Stahl wissen wir ja mittlerweile auch durch Johns Kampf, dass valyrischer Stahl White Walker töten kann. Ja. Es ist nicht nur Drachenglas, sondern auch valyrischer Stahl. Ich fand, Und dann der Satz, Sam will never wield that sword. Sam wird niemals dieses Schwert führen. Das ist, das war ziemlich hardcore. Ja, ich finde auch sehr, Sam hat die ganze Zeit nichts gesagt. Er hat einfach nur ertragen. Genau. Dann nennt der Vater auch den, Sam Jr. nennt er einen Bastard. Ein half-breed Bastard. Und die Mutter hält trotzdem zu Sam und verachtet in dem Moment Randall. Und da sieht man eben auch ganz genau, woher Sam eigentlich so seine Charaktereigenschaften hat. Nicht wahr? Genau. Genau. Dann soll Gilly in der Küche arbeiten. Sam wird vertrieben aus Hornberg. Gilly hält aber immer noch viel von Sam. Sie bleibt in Hornberg. Das ist zumindest der Plan, dass sie anfangs in Sicherheit da bleibt und vielleicht, dass Sam Junior da ausgebildet wird und gebildet wird. Und dann gibt es eben diesen lustigen Moment, wo der große Abschied ist. Und dann geht Sam aus dem Zimmer und kommt dann kurze Zeit später wieder rein und sagt, wir gehören zusammen. Und er nimmt das Schwert mit. Ja, und dieses Schwert kann White Walker töten. Genau. Und da bin ich noch sehr gespannt. Ich fand auch cool, wie er gesagt hat, wie Gilly sagt, will he come for it? Und dann Sam so ganz cool, he can bloody well try. Ja, das ist die Frage, was er jetzt mit diesem Schwert will und was das für ein Plan ist. Benutzt er dieses Schwert, um als Zeichen seiner Familie weitere Häuser irgendwie auf seine Seite zu ziehen im Kampf gegen die White Walker oder was auch immer? Oder ist es einfach ein weiteres Schwert für die Nachtwache, weil valyrischer Stahl jetzt halt noch benutzt er es vielleicht für Experimente oder sowas? Das weiß man nicht. Vielleicht findet er einen Weg. Na gut. Vielleicht findet er einen Weg, weitere Schwerter zu schmieden. Keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Ich habe das gerade gesehen. Kann sein. Ich fand diesen Satz am Tisch, noch bevor das alles Ding von Tala. I think our father could learn a thing or two from your father. Mhm. Als sie das Gilly sagte. Oh, ja. So, das ist ziemlich cool. Mein Gott, wenn du wüsstest, dass Gillys Vater Gilly ein Kind gezeugt hat mit ihr, seiner eigenen Tochter. Gut, ja. Können wir mal testen. Okay, gut. Na gut.
Sonst irgendwas zu der Szene? Ich fand es auch schön, halt, dass Gilly jetzt halt, sie wird immer selbstbewusster. Absolut. Anfangs war sie ja diese verschreckte Tochterfrau von Craster, die vor allem zurückgeschreckt ist und nicht von der Seite von Sam weichen wollte. Mhm. Und hat jetzt aber eingesehen, also sie hätte ihn ziehen lassen und wäre da geblieben. Aber dasselbe passiert ja auch mit Sam selbst. Also das ist quasi, die beiden wachsen miteinander. Genau. An ihren ich habe immer so das Gefühl, sobald Gilly ihm nur einen Kuss gibt, ist der plötzlich so Selbstbewusstsein über 1000. Das stimmt. Gut, sonst noch irgendwas zur Szene? Sonst habe ich nichts mehr. Alles klar, dann geht's rüber über The Narrow Sea, ab nach Braavos, wieder mal zu der Aya. Theatergruppe, zu Aya. Und da ist eine Menge passiert. Ja, ich habe geschrieben, Aya will ihren Auftrag, Lady Crane zu töten, ausführen, entscheidet sich aber dagegen und verlässt die gesichtslosen Männer. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassend sagen. Erstmal hat es mich sehr gefreut, dass wir die Theatergruppe wiedersehen. Ich fand die super inszeniert. Ich fand die mega unterhaltsam. Es zeigt auch viel von Essos und was die Bevölkerung fühlt und erfährt, was gerade in Westeros passiert. Wir sehen in dieser Szene die Hochzeit von Joffrey und Margaery. Die Purple Wedding. Genau. Und Arya lacht, habe ich mir aufgeschrieben, aber dazu komme ich gleich noch. Hier sieht man auch, dass man glaubt, dass Tyrion Joffrey vergiftet hat, dass das so der allgemeine Tenor ist. Genau. Was aber Quatsch ist, denn wir wissen, dass es die Queen of Thorns war, Olenna Tyrell, die Oma von zusammen Margaery. Zusammen mit Peter Baelish. Zusammen mit Peter Baelish, Kleinfinger, dass sie Joffrey getötet haben. Wir sehen in dieser Szene, glaube ich auch, dass die Menschen durchaus mitbekommen haben, dass Tyrion in Essos ist. Denn Tyrion ist ein Marine. Er sagt hier die ganze Zeit immer offen, ich bin Tyrion Lannister. Das hat sich rumgesprochen mittlerweile. Der Typ ist halt nur extrem gut gesichert durch die Wachen und so weiter von Daenerys Targaryen. Aber quasi die Bevölkerung weiß, dass Tyrion in Essos ist. Ja. Ja. Die Zuschauer buhen, als Joffrey stirbt, aber Arya lacht. Arya befriedigt das. Ja, sie sieht es ja quasi zum ersten Mal. Genau. Also das hätte er wahrscheinlich auch so, wenn sie da wirklich da gewesen wäre, als Joffrey Sturm, das hätte er wahrscheinlich so ein richtig schönes Gefühl gegeben, diesen kleinen Penner leiden zu sehen. Witzig ist ja der Kontrast, weil wir kennen Joffrey, wir wissen, was für ein unglaublich unsägliches Monster dieses Wesen war. Und er wird eben in dieser Theatergruppe, in diesem Theaterstück edelmütig und gutherzig. Und seine Mutter ist auch super gutherzig, offen. Ja, dann mache ich noch schnell den Flugmodus rein und dann kann es auch weitergehen. Die Darstellerin von Cersei, also Essie Davis ist das hier. Ich fand, die hat fantastisch super gespielt. Ja, und vor allem macht sie das auch so gut, dass selbst Arya im Publikum anfängt, so ein bisschen Mitleid zu empfinden für die Figur. Sie hat ja einerseits Mitleid, weil sie halt Lady Crane töten muss. Ja. Aber sie hasst auf der anderen Seite auch Cersei. Ja. Aber dass sie halt mit dieser von Lady Crane verkörperten Figur Cersei Mitgefühl haben kann, also das macht so einen Anschein, das ist halt auch beachtlich. Ja. Weißt du, welches Lied langsam im Hintergrund gespielt wird? Reigns of Castamere. Reigns of Castamere. Ja. Das Lied der Lannisters quasi, das im Prinzip beschreibt, wie Tywin zwei große Häuser ausgelöscht hat. Ja. Einfach die Kraft, die Stärke der Lannister. Und das ist auch das Lied, das gespielt wurde in der Roten Hochzeit, in der Red Wedding. Und das auch Tyrion immer mal wieder, ich glaube, ab der zweiten Staffel fängt das an, manchmal so zu pfeifen. Genau. Man sieht dann auch noch, wie Tyrion Tywin tötet, sein Vater. Das ist ja wirklich passiert, nur eben nicht so. Tywin hat nicht noch mal geschissen, glaube ich, als er kurz bevor er gestorben ist. Also diese Furzmaschine, das ist echt nur, um den pöblichsten Pöbel mit im Theaterstück zufriedenzustellen, der überhaupt nichts mit dem ganzen anderen Schauspiel und so anfangen kann. Vor allem ist dieser Tod halt auch so lachhaft und auch mit diesen Furzgeräuschen und so weiter, dass sein Tod belacht wird. Man sieht, dass Tywin nicht geliebt wurde. Nee, und das, obwohl Tywin eigentlich jahrzehntelang als Hand von König Aerys für Ordnung gesorgt hat und für Frieden und für Stabilität. Er war der Grund, warum Aerys überhaupt erst so lange an der Macht bleiben konnte. Aber er war halt auch sehr arrogant. Sehr arrogant, war auch kein Mann des Volkes, man sagt auch, er habe nur gelacht im Geheimen mit seiner Frau. Ansonsten Er das eine Haus ausgelöscht hat. Genau. Also Tywin wird nicht geliebt und sein Tod wird eher belacht, als darüber zu trauern. Obwohl das ein großer Mann war, teilweise. Ich fand es auch cool, dann Lady Crane konfrontiert Arya dann hinter der Bühne, was sie eigentlich zu tun hat, und fragt sie auch, was ihr Name ist, und sie sagt Mercy, Gnade. Ja. Was auch schon so ein bisschen Foreshadowing ist, absolut, was dann passieren wird, also dass sie Lady Crane nicht vergiftet, sondern dann offenbart, dass die Schauspielerin von Sansa ist das, glaube ich, dass die
Lady Kryn quasi die Rolle beerben will und deshalb ihren Tod will. Ja, was eben auch so ein Zeichen dafür ist, was mit der echten Sansa passieren könnte noch. Denn ich glaube, Sansas Entwicklung geht von diesem Tommy Boy, von dieser kleinen, süßen, zierlichen Lady hin zur rachsüchtigen, brutalen, gewalttätigen Stark-Frau. Ich glaube, da geht das letzten Endes wirklich hin. Und bei Arya passiert ja gerade so ein bisschen das Gegenteil. Sie wird besonnener. Sie sagt auch, dass sie sagt zu Essie Davis, also zu der Lady Crane, zu der Darstellerin von Cersei, sagt sie, dass Cersei in Wahrheit wahrscheinlich ganz anders reagiert hat, dass sie viel wütender wäre und diejenigen, die ihrem Sohn das angetan haben, dass sie sie tot sehen möchte. Und da sieht man eben auf einen Schlag, dass man genau die Sätze, die sie da sagt, man auch auf sie, auf ihre Situation, auf Aryas Situation übertragen könnte und dass Arya genau in diesem Moment, das war so der letzte Tropfen, dass sie genau in diesem Moment wieder Arya ist. Sie geht zurück dazu, Arya zu sein. Und sie holt auch wieder Nadel zurück. Nito. Ja, genau. Arya ist back, habe ich geschrieben. Denn das ist genau das, was passiert. Arya ist wieder da. Genau, und dann sehen wir auch wieder Shaqun Hagar und die Heimatlose. Mhm. Die Heimatlose, die wahrscheinlich inzwischen jeder hasst, will Arya zur Strecke bringen. Ja. Und Shaqun Hagar sagt aber, sie soll nicht leiden. Ja. Also was auch schon so ein bisschen Zeichen dafür ist, dass er hat noch Zuneigung für sie. Aber Gesetz ist gesetzt, sein Wort ist gesagt, sie muss sterben. Ja. Was ich mir aber auch vorstellen kann, er sagt ja, one way or the another, face will be added to the wall. Ja. Was ja auch sein könnte, dass die Heimatlose absolut getötet denn, wird. Absolut, denn genau darauf wollte ich jetzt nämlich auch noch raus. Ein Tod ist geschuldet. Arya vergiftet das Getränk, das Lady Crane immer trinkt, also die Cersei-Darstellerin. Und gerade als sie es trinken möchte, kommt es erstmal noch zu diesem Film-Klischee-Moment, den ich eigentlich nicht mehr sehen also kann. Dass jemand das Gift, man weiß, da ist Gift drin, aber im letzten Moment hält es noch ab. Das hat man auch schon eine Million Mal gesehen, aber okay. Dann schlägt Arya tatsächlich ihr dieses Glas aus der Hand, diese kleine Tasse. Ja. Und damit bringt sie ja im Prinzip den vielgesichtigen Gott gegen sich auf. Oder zumindest also sie bringt ihn um einen Tod. Sie bringt ihn um einen Tod. Genau, und Jaqen H'ghar setzt die Heimatlose darauf aus, dass Arya getötet wird. Aber wenn Arya es jetzt schafft, die Heimatlose zu töten, dann ist der vielgesichtige Gott doch eigentlich zufrieden. Ja. Tod ist tot. Genau. Es ist ein weiteres Gesicht. Ist halt ist spannend, weil ich meine, die gesichtslosen Männer sind ja so eine krasse Organisation von Assassinen, die ja auch, Jaqen H'ghar sagt ja, jeder kann getötet werden, bei manchen dauert es halt nur länger. Ja. Also theoretisch hätte er vielleicht auch einen König töten können. Und es wird noch einen Showdown geben zwischen Arya und der Heimatlose. Das wird es auf jeden Fall. Ich glaube allerdings auch, dass das ebenfalls ein Test sein könnte für die Heimatlose, weil Jaqen H'ghar vielleicht genau weiß, dass Arya viel stärker ist. Das habe ich mir auch schon vorgestellt, dass das so der letzte Test ist, dass sie aufgenommen wird. Genau, weil es kann ihm auch nicht gefallen, dass die Heimatlose so emotional ist, wenn es um Arya geht. Denn sie hasst sie ja wirklich schon, seitdem sie da ist und hält nichts von ihr. Womit sie ja zum Teil auch recht hat durchaus, weil Arya ist eben nicht No One geworden, niemand, sondern ist Arya geblieben quasi. Aber ich meine, die Heimatlose ist dann ja auch, sie ist ja jemand, wenn sie sie hasst. Das stimmt. Und vielleicht missfällt eben das auch Jaqen H'ghar einfach und deswegen schickt er die Heimatlose in ihren Tod. Genau, vielleicht ist es einfach so, das war schon so geplant. Ja. Es gibt zwei Auszubildende und wer noch lebt, hat die Ausbildung gewonnen. Ja. Man sieht auch, wie Arya Nadel wieder rausholt, ihr altes Schwert, das ihr Jon geschenkt hat in Staffel 1. Mhm. Und da sieht man eben, das ist eben so, das finde ich das Symbolische. Arya ist wieder Arya, dass man seine Identität nie wirklich abschütteln kann. Und wo nächtigt Arya? In einer Kanalisation? Wahrscheinlich. Ja. Jetzt wird ihre Storyline aber wieder endlich vollständig interessant, würde ich mal sagen. Denn ja, es war auch sehr repetitiv. Es war Training, Ausbildung, Training, bla bla bla. Scheitern, wieder weiter, wieder. Ja. Ja. Also das jetzt ist die Frage: so, sie macht, glaube ich, die Kerze aus, oder? Was passiert da nochmal? Ich glaube, sie macht das Licht aus oder so. Ja, das war's dann. Genau, und dann ist die Frage: kommt jetzt die Wife im Dunkeln, die Heimatlose im Dunkeln? Kommt ist Arya vielleicht noch durch ihr Training als Blinde gerade in der Lage, oder mit der Heimatlosen zu kämpfen? Was macht Arya als nächstes? Was macht geht sie zurück nach Westeros? Bleibt sie in Braavos? Ja. Was macht sie? Das wird sehr interessant. Ja. In den Büchern habe ich übrigens noch eine interessante Stelle letztens gelesen. Das war in der Arya,
auch blind ist, gegen Jaqen H'ghar kämpft und dann sich für kurze Zeit in die Augen einer, also es ist auch dunkel, soweit ich weiß, und sie walkt sich in die Augen einer Katze und sieht dadurch die Situation und kann dadurch den Jaqen H'ghar schlagen. Also auch in den Büchern. Okay, da gibt es aber den Jaqen H'ghar ja gar nicht mehr. Ja, da ist es der Heimatlose. Nee, der wie hieß der? Der gütige Mann? Der gütige Mann. Ich glaube, der gütige Mann. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber in der Serie walkt sie ja nicht. Aber sie ist eben, wird trotzdem blind trainiert, was wahrscheinlich jeder gesichtslose Mann machen muss. Ist bestimmt Teil eines jeden Trainings, oder? Weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ja. Okay, sonst noch was zu der ganzen Szenerie da? Nö, hab ich nichts mehr. Dann ab nach King's Landing, zurück in die Hauptstadt, nach Königsmund. Fand ich super. Fand ich auch super. Ja, ich habe geschrieben, der Walk of Shame steht bevor, die Tyrells rücken an, doch der hohe Spatz hat in Tommen einen neuen Verbündeten gefunden. Ja, wir sehen erst die Armee der Tyrells mit dem fetten Mace Tyrell vorne. Der das ist eine großartige Szene. Pathetische, total eine super schlechte Rede, die niemand motiviert. Der ist so witzig, das ist so richtig schöner Comic Relief. Absolut. Er ist ein selbstverliebter Trottel und Wichtigtour. Er ist, ist der Oberhaupt des Hauses, eines der mächtigsten Häuser von Westeros und er ist einfach eine Witzfigur. Ja, absolut. Er muss sogar, in den Büchern ist das auch so, auch in der Serie, in der Szene da, sein Pferd muss geführt werden, weil er nicht in der Lage ist, allein ein Pferd zu reiten. Die Rüstung sitzt ihm nicht gut. Man sieht so, dass der Helm ein bisschen zu groß ist und hier überall irgendwie alles nichts sitzt. Man sieht, dass, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Man sieht, dass er es nicht schafft, eine Armee zu motivieren mit einer Rede, weil alle ihn nur belächeln und ja. Also ich fand auch, da wurde so ein bisschen Musik am Anfang gespielt. Ich fand, das hat so sich ein bisschen angehört wie damals bei der Belagerung von Königsmund, also der Schlacht von Schwarzwasser. Mhm. Das Black wird so ganz kurz so ein bisschen angespielt, weil es ist ja auch wieder eine Belagerung eigentlich. Ja. Ja, bei der großen Septe, das stimmt. Ja. Man sieht auch wieder Olenna Tyrell, die will sich das Gemetzel natürlich nicht entgehen lassen, weil sie hasst den Hohenspatzen ja genauso wie anderen. Und wir sehen auch, dass Margaery eigentlich dasselbe Schicksal ereilen soll wie Cersei in der letzten Staffel, nämlich der Walk of Atonement, der Schande. Aber dazu kommt es nicht, denn es kommt quasi zu einem Standoff zwischen der Armee der Krone, also der Tyrell-Armee, und dem kriegerischen Arm des Glaubens, da direkt vor den Treppen. Und da kamen wir endlich zu der ganz, ganz kurzen Szene, die mich im Trailer schon so heiß gemacht hat, als die Armee. Ja, also man sieht ja auch davor, wie Jamie die Stufen hochreitet. Mhm. Was auch so richtig cool ist, was mich halt so richtig auch an Tywin erinnert hat in der zweiten Staffel der 10. Folge. Pferd einritt. Genau, wie das Pferd erst so vor den Drohsaal scheißt. Ja. Und dann auch einfach so die respektlose Art einfach mit einem Pferd, so diese Stufen hoch. Absolut. Und man sieht auch Lancel, der sichtlich angespannt ist, den Cousin von Jaime und Cersei und Tyrion, mit dem ja mit dem Cersei auch ein bisschen Liebe gemacht hat. Auch er ist ziemlich angespannt. Ja, sieht man, er ist nervös, er guckt so. Denn es ist auch eine spannungsgeladene Szene. Also es ist ja auch so, das passiert ja jetzt nicht im Privaten, im Geheimen, das ist ein großes Publikum. Ja. Das ist, was da gesagt wird, wird überall hin verbreitet. Da sind so viele Leute anwesend, dass man einfach auch darauf achten muss, was man sagt. Und dass man jetzt nicht einfach den Hohen Septon einfach abschlachten kann, sondern dass man halt darauf achten muss, was passiert jetzt. Jetzt muss man ganz vorsichtig sein, Absolut. Was passiert. Nämlich. Ja, und man sieht auch, wie gerissen der Hohe Spatz ist, denn er hat eine unglaubliche Er hat sich da rausgewindet. Und zwar. Wie grandios. Ich glaube, es ist mehr als nur ein Rauswinden. Es ist der direkte Zugang zur Macht. Es ist unglaublich, was da passiert ist. Dass Tommen tatsächlich geschafft, auf seine Seite zu ziehen. Und zwar komplett. Genau. Und da fand ich auch sehr interessant, man sieht bereits auf der Rüstung der Königsgarde, sieht man nicht mehr das Wappen der Bereffens. Man sieht kein wie heißt das hier? Das war immer diese drei Dinger. Ja, das war irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war was anderes. Weißt du, was man dieses Mal sah? Den Siebenzackenstern. Genau. Das Symbol für den Glauben an die Sieben. Genau. Also, ich meine, Tom redet ja dann auch vor dem Volk quasi. Also, es ist ja wie eine Ansprache an sein Volk und auch an die Tyrells und an jeden. Ja. Er sagt ja, the faith and the crown are the twin pillars on which the world rests. Das ist ja quasi ein 1:1 Zitat von dem Hohen Spatzen, was er ihm in der vorherigen Folge gesagt hat. War das in Staffel 6 noch? In der privaten Unterredung, ja. Ja, okay. Ja. Und ich fand das auch, das ist auch so,
Das ist auch so eine krasse Parallele zum Christentum, in dem ja Könige die weltlichen Herrscher waren und Bischöfe die geistlichen Herrscher. Mhm. Und man sieht ja am Ende, man sieht alle drei nebeneinander gleichgestellt stehen. Ja. Also das ist, aber man muss auch dazu sagen, es war nicht der Moment, dass man sagt, Tommen, was machst du da? Du hast dich komplett einlullen lassen, du verdammter Trottel, du bist jetzt auch nur noch eine Schachfigur. Tommen hat sich auf diesem Weg extrem beliebt beim Volk gemacht. Das stimmt Tommen auch, wird bejubelt. Es ist eigentlich für einen König ein extrem guter Schachzug, weil er plötzlich die gesamte Bevölkerung irgendwie hinter sich bringt. Er muss halt Macht abgeben. Das stimmt, ja. Aber dennoch, er war ja oft der Gehasste und vor allem galt er halt als Inzestkind und wurde deswegen von weiten Teilen der Bevölkerung abgelehnt. Und, somit hat er hat sich quasi legitimiert. Gekauft, genau. Ja. Sonst noch zu der Szene in der großen Septe? Ich habe halt danach noch den Teil. Zu dem würde ich jetzt auch kommen. Wieder. Okay, dann sieht man Jaime vor Kevin Lannister, das ist Tommens Onkel, seine Hand, und Tommen auf dem eisernen Thron. Und Jaime macht genau das, was Barristan Selmy einst gemacht hat. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Genau. Er legt die Rüstung ab. Das liegt ja super nah. Ja, also ich meine, die anderen Königsgarde sind vor dem König postiert und er reißt seine Rüstung runter. Genau. Und sagt von wegen, das war's, ich bin nicht mehr Teil der Königsgarde. Ja, fand auch super interessant, wie Tommen sagt, when you attack the faith, you attack the crown. Mhm. Das heißt, das ist jetzt so unmissverständlich miteinander verwoben. Genau. Das sieht man allerdings auch an dem Thronraum, wo eben der eiserne Thron ist und direkt darüber der siebenzackige Stern. Das war lange Zeit. Das gab es davor schon. Nein, das meine ich nicht. Das gab es davor schon. Das war lange Zeit eine Farce. Und jetzt ist es plötzlich wieder, die beiden gehören zusammen. Okay. Tommen ist quasi so der geistliche König, der das wieder zusammenbringt. Er sagt ja auch, er will zusammen mit dem Glauben Westeros wieder zu altem Glanz und wieder herstellen. Genau. Und Tommen bestraft Jaime, aber nicht, indem er ihm irgendetwas antut, ihn peitschen lässt oder sonst was, sondern bestraft ihn, indem er ihn wegschickt. In dem Moment weiß man noch nicht, was. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, er wird jetzt Lord von Casterly Stein. Aber was ja logisch wäre, weil er ist von seinem Eid befreit. Mhm. Jetzt kann er theoretisch das Erbe von Casterly Stein antreten. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Kevin die Hand, dass er jetzt auch nur ein Schoßhündchen nur noch ist. Das stimmt, ja genau. Er wirkte auch sehr machtlos da. Ich meine, jetzt in dem Moment, in dem sicher ist, dass Glaube und Krone miteinander verbunden sind, hat er wahrscheinlich überhaupt keine Hoffnung mehr für seinen Sohn Lancel. Absolut. Deshalb muss er sich halt fügen und sagen, machen, was ihm gesagt wird. Genau. Und es wird also auch von der Figurenentwicklung Sinn ergeben, weil einfach Jaime einer der größten Ritter der sieben Königslande war und plötzlich wird ihm der Arm abgehackt und er ist kein Kämpfer mehr. Er fängt an, seine Rüstung nicht mehr zu tragen. Er wird immer mehr zum Politiker und er schmiedet Pläne und so weiter. Und ich dachte so, jetzt ist er Lord von Casterly Stein. Aber nein. Alles das doch nicht. Er soll mit einer Armee Riverrun wieder einnehmen, also Schnellwasser. Aber dazu kommen wir gleich. Denn erstmal wird sofort geschnitten. Das fand ich auch ein bisschen verrückt, dass die erst fragen so von wegen, du wirst weggeschickt oder wir haben andere Pläne für dich. Und dann wird sofort geschnitten zu einer Nahaufnahme von Walder Frey. Endlich sehen wir den mal wieder. Aber wir sehen wieder Walder Frey und der ist richtig pissed. Ja, der ist so richtig. Ich fand's auch cool, er hat direkt eine neue Frau, die noch jünger aussieht als seine letzte Frau. Ja. Wie viele Kinder hat Walder Frey? Heißt es nicht in den Büchern, dass das irgendwie im zwei- oder sogar dreistelligen Bereich ist? Also ich weiß nur, Hat er auch, glaube ich, 8 oder 9 Frauen oder sowas. Ja, der hat Kinder, der hat so unglaublich viele Kinder. Und er will einfach nicht sterben. Ja. Und zwei seiner Söhne scheißt er an. Genau, in der Szene. Ich glaube, das sind. Das habe ich nie nachgeguckt, wer genau das ist. Black Walder und zwei seiner, wahrscheinlich seine ältesten Söhne oder sowas. Der macht sie nieder und will, dass sie halt Schnellwasser von Bryn und Tully zurückerobern. Genau, denn der Blackfish, das ist ja der, zu dem Brienne gerade reist, den wir in der nächsten Folge sehen werden. Das weiß ich auch schon, weil das in den Previews war. Der hat eben Riverrun zurückgewonnen. Das hat ja Peter Baelish auch zu Sansa gesagt. Und Walder macht den Jungs nicht nur Vorwürfe, dass sie Riverrun verloren haben, weil sowas kann passieren. Er macht ihnen vor allem Vorwürfe, dass sie nach der Red Wedding den Blackfish haben abhauen lassen. Denn wenn sie den da schon gefangen hätten, wenn sie den da schon gekillt hätten, dann wärst du dieser Misere einfach nicht gekommen. Genau. Und ich fand es halt auch interessant, dass Walder selbst diese Hochzeit Red Wedding nennt. Denn es ist eigentlich ich glaube, Walder Frey wird nicht respektiert für seine Tat. Also wir hören ja auch, dass die Melisters und die Blackwoods lehnen sich gegen ihn auf. Ja. Und was ich extrem interessant fand, die Bruderschaft ohne Banner wird
wieder erwähnt. Die terrorisieren die Lande. Worauf ich dann hoffe, dass da eine sehr, sehr interessante Storyline aus dem Buch. Oh, du meinst eine gewisse Lady? Ja, dass eine gewisse Lady auftauchen wird. Das wäre natürlich sehr interessant. Da, die kam bisher noch nicht vor. Ich kriege gerade zum Gänsehaut, nur wenn ich dran denke. Also. Meinst du, sie kommt? Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich könnte es mir extrem gut vorstellen. Ja? Ich meine, man erwähnt die nicht einfach so. Ich meine, die Bruderschaft und die Banner, einerseits war die ja wichtig, um das zu zeigen, dass man Menschen zurückholen kann, wiederbeleben kann. Ja. Und ich meine, es werden nicht Sachen in der Serie erwähnt, die nicht mehr vorkommen. Das kann schon sein. Also ich würde mich schon freuen, wenn sie kommen will, weil das hat mich in den Büchern ziemlich, ziemlich abgefuckt. Also nicht abgefuckt, im positiven Sinne abgefuckt. Das war ein absoluter What-the-fuck-Moment. Ja, das war so ein mega Twist. Ja, genau. Die Söhne erzählen, dass sie alle gegen die Freys wenden. Haus Malister, Haus Blackwood und auch die Brotherhood of Banners. Walder ist super wütend, denn er will unbedingt dieses Schloss zurück, Riverrun, was eben auch eine sehr wichtige strategische Position hat. Und was ja auch stellvertretend ist für die Herrschaft über die Flusslande. Genau. Und wir sehen dann, dass er ein ziemlich krasses Druckmittel hat, mit dem wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Denn er hat einen gewissen Gefangenen. Genau, einen gewissen Admiral Tully. Genau. Den Erben von Riverrun eigentlich. Eigentlich. Die Red Wedding war ja eigentlich seine Hochzeit von Edmure und Rosalind Frey. Dann ist er ja gefangen genommen worden. Er ist der junge Bruder von Catelyn Stark und Lysa Arryn. Es ist der Neffe von Blackfish. Genau. Und der ist jetzt in der Gewalt von Walder Frey. Und das ist ein ziemlich großes Druckmittel gegen den Blackfish. Ich fand auch so Walder Frey, wie er dann auch sagt, dass er dem Blackfish, also dass die Söhne dem Blackfish zeigen solle, diese Dolche zeigen sollen, mit denen Talisa und Catelyn getötet wurden. Oh, ja. Und dass er, ich finde, er hat auch schon so Anleihen an ihren König, weil er sagt, er hört in seinem Schlaf, wie alle über ihn lachen. Ich meine, das ist ja auch schon, der Mann hat irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein. Also ihre König hatte das Gefühl, dass jeder über ihn lacht und dass jeder ihn eigentlich töten möchte. Aber ja. Also bei Walder Frey kann ich mir das sehr gut vorstellen. Kann mir das auch vorstellen. Ich glaube, allein durch die Red Wedding hat er sich jetzt großen. Ja, also das Bastard. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Genau. Das macht man nicht. Sonst noch was zu der Szene, Jonas? Oder können wir weitergehen? Ich glaube, die Folge wird länger und länger und länger. Wir müssen mal, glaube ich, auf die Tube drücken. King's Landing, Königsmund. Jaime soll Riverrun zurückgewinnen mit einer Armee. Jaime möchte aber nicht. Er möchte stattdessen Bronn, wie er sagt, den größten Sack Gold geben, den er je gesehen hat. Und ihn anheuern, damit Bronn den hohen Spatz tötet, aber Cersei warnt ihn davor. Genau, Jaime ist auch wieder extrem wütend, der schreit rum, der ist wie Cersei zu ihrer besten Zeit. Ja. Und Cersei ist jetzt halt die berechnende Kühle. Genau, die Besonnene. Die halt ruhig ist und halt alles. Sie möchte, dass Jaime im Prinzip besonnen reagiert und diesen Quatsch lässt. Sie möchte quasi, dass er sich so verhält wie ihr Vater, Tywin Lannister. Und dass er wahrscheinlich das Erbe antreten kann von Castle Stein, dass die genug Backup haben. Also das ist halt irgendwie schon diese große Charakterentwicklung von Jaime. Im Endeffekt, alles endet darin, dass er irgendwann doch zum Lord wird, doch zu dem Sohn seines Vaters, Tywin Lannister. Genau. Denn es war auch der Irrekönig, der Jaime quasi als 16-Jährigen von seinem Vater weggezogen hat. Dass er nicht mehr Erbe werden kann. Genau, dass er nicht mehr Erbe werden kann. Um Tywin 1 auszuwischen. Genau. Und jetzt im Endeffekt führt alles doch eben dahin. Und wir sehen wieder, dass die Leidenschaft wieder neu entflammt ist. Genau. Dass sie alles wieder rumknutschen. Alles wieder, ich sag ja, was wir mit den Dreiecken gesagt haben, alles wieder zurück auf Anfang. Genau. Ja, die beiden küssen sich wieder. So, dann kommen wir zur Mauer, oder hast du noch was? Beyond the Wall. Dann kommen wir zur Mauer. Benjen is back. Benjen is back! Und wir haben es letzte Folge gesagt. Wir sehen ja auch, Onkel Benjen. Er hat schwarze Hände, hat ein kaputtes Gesicht. Ja. Er hat in der Serie die Rolle von Benjen und von Kalthand. Genau. Was man in den Büchern nicht unbedingt verbinden kann. Das weiß man leider nicht. Das weiß man noch nicht, aber da ist ja auch die Vermutung, glaube ich. Es gibt Theorien, aber es gibt zu allem Theorien. Genau. Und wir wissen auch, dass ein Drachenglas ihn gerettet hat, genauso wie die Kinder des Waldes die White Walker auch geschaffen haben, nämlich mit Drachen. Und dass halt auch die Kinder des Waldes ihn gerettet haben. Ja. Und dass die dreieugige Krähe ihm aufgetragen hat, Bran zu retten. Und er ist ziemlich weise geworden, kann man sagen. Ja. Und er bezeichnet jetzt Bran die ganze Zeit als die neue dreieugige Krähe. Genau, und dass Bran den Nachtkönig konfrontieren werden wird. Mhm. Also vielleicht hat er auch so eine ein bisschen Grünseherfähigkeit. Ja. Oder die dreieugige Krähe hat ihm das gesagt. Und ja, gut. Sonst noch irgendwas zu Beyond the Wall? Nee, ich freue mich einfach nur, dass Benjen wieder, wie gesagt, wieder zurück. Er ist wieder zurück. Ja. Er war jetzt
5 Staffeln nicht dabei. Der Schauspieler muss sich gefreut haben, ne? Der seit Staffel 1 wahrscheinlich darauf wartet, genau, dass er nochmal vorkommt in dieser Serie. 5 Jahre hat er gewartet, jetzt ist er wieder da. Gut, und dann musste natürlich noch eine Szene folgen, denn ich fand die Folge hätte bei der enden können. Das wäre alles gut gewesen. Oder noch besser, das mit Arya hier hinnehmen und sie pustet die Kerze aus und es wird dunkel und dann ist die Szene vorbei. Oh, und dann sagt sie im Dunkeln noch ihre Liste auf, genau, weil sie jetzt wieder Arya ist und so ist jetzt alles wieder eine halbe Katastrophe. Denn diese letzte Szene war für mich wirklich einfach nur scheiße. Ich kann das nicht anders beschreiben. Es muss unbedingt einer oben drauf gesetzt werden. Jede Szene muss mit einem großen Pow-Wow enden. Danny wird für mich, also Daenerys wird für mich unerträglich. Es passiert in ihrer Story, dann passiert immer das Gleiche. Es ist super repetitiv. Sie setzt etwas in, also ich hab's mir so aufgeschrieben, es ist immer dasselbe. Sie setzt etwas in Brand oder macht irgendwas anderes Großartiges und dann wird sie von vielen vergöttert und alle folgen ihr. Das war in Staffel 1 vielleicht noch interessant, als es zum ersten Mal passiert ist, aber jetzt passiert es sogar von Folge zu Folge. Ja, ich fand's auch, das war unnötig. Ich meine, die hat die Dothraki hinter sich. Ja, ich mein, wozu? Ja, genau, ich mein, wozu diese Szene? Sie war ja schon dieses göttliche Wesen für die. Die hätten ja wahrscheinlich auch so alles für die gemacht, aber das war halt einfach, okay, sie hat jetzt wieder Drogon dabei. Ja. Das war halt. Das war so einfach. Ich meine, der hört ja eigentlich nicht auf sie. Ja. Da habe ich mir so, okay, das kann man sich vielleicht erklären, sie hatte eine zweite Wiedergeburt im Feuer. Vielleicht deshalb irgendwie, aber ich fand es einfach zu einfach. Dothraki knien auch schon vor ihr, sie folgen ihr. Übrigens, diese Dothraki-Armee sah auch, fand ich, ein bisschen klein aus, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, es war ja so verschachtelt. Genau, war ja verschachtelt, denkst du, das war clever gemacht, genau. Trotzdem, also die knien doch schon, sollen sie noch tiefer knien, was soll das? Aber ja, sie hat sich halt noch ein bisschen mehr an sich gebunden. Ich fand es, also, auch wenn die Szene nicht so cool war, ich fand es schön, sie immer auf den Drachen reiten zu sehen, also so, aber es war halt zu einfach. Ich weiß es nicht, ich kauf's Emilia Clarke irgendwie auch nicht mehr so hundertprozentig, aber ich weiß es nicht. Irgendwie, ich habe diese ganze Szene einfach nur, ich saß einfach nur da und dachte mir, warum? Aber, warum? Nochmal zurückzukommen zur Wiederholung, sie wiederholt ja quasi die Rede von Khal Drogo aus Staffel 1. Ja, aber trotzdem, was bringt das? Wozu das Ganze? Was war diese Szene? Wozu? Es war einfach noch einen draufgesetzt. Ne? Ja, eben, es war ein zu sehr. Ich fand das ja letzte in Folge, wann war das mit dem Dings umkippen in Folge 4 oder was auch immer? 4 fand ich das schon zu viel und jetzt ist es in Folge 6 direkt nochmal. Es ist halt einfach zu viel. Jorah ist nicht dabei, denn er soll ja nach dem Heilmittel suchen für die Grauschuppen. Da hoffe ich, dass wir noch ein bisschen was von Essos sehen, die abgelegeneren Orte. Das hatten wir letzte Folge schon. Wir erfahren, dass sie eine mächtige Armee hat mittlerweile. Sie hat die Dothraki, sie hat die Unsullied, die Unbefleckten. Sons. Und sie hat die zweiten Söhne, die Second Sons. Und aber jetzt, guck mal, ich habe auch wieder das, wie viele Schiffe braucht sie? Sie braucht 1000. Ja. Wer hat bald 1000 Schiffe? Euron. Genau. Ja. Und wer hat letzte Folge auch gesagt, dass er zu Daenerys reisen möchte und sie heiraten möchte, um ihr Schiffe zu geben? Euron. Ja. Und so kommt das Puzzle eben zusammen. Aber eigentlich, ich habe mir noch geschrieben, eigentlich braucht sie Jacken und Pullover, denn der Winter kommt und die Dothraki halten nicht viel von Kleidung. Genau. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie so eine Armee aus Westeros gegen eine Dothraki-Armee bestehen kann, weil mit diesen wie heißen die Schwerter? Von den Dothraki. Genau. Arax. Genau, die Arax. Ja. Ich glaube nicht, dass die durch die Rüstung durchkommen. Na, das meinst du nicht? Na, das ist eine Frage. Keine Ahnung. Nö, man sieht ja auch in der ersten Staffel diesen Kampf zwischen Jorah und dem Blutreiter. Blutreiter, ja. Genau. Dass quasi, dass du mit diesen Arax, dass die halt gemacht sind gegen leicht gepanzerte, also nicht gegen so schweren Stahl. Ja. Ich habe auch ich habe mir ja nochmal diesen Schwertkampf am Turm der Freude, so eine Review von so einem altmittelalterlichen Schwertkampftypen angeguckt. Er hat auch gemeint, man kann eigentlich Rüstung nicht durchbohren. Ja. Dass das eigentlich so gut wie unmöglich ist. Dass das sehr schwer ist. Dass man das eigentlich nur mit Pfeilen oder mit Bolzen schaffen könnte. Aber die Armee ist ja nicht mal Daenerys stärkste Waffe, sondern wir sehen, dass Drogon eigentlich mittlerweile die viel stärkere Waffe ist, denn der ist fett geworden. Ich hätte auch gedacht, dass sie sagt, dass die drei Drachen ihre Blutreiter sind. Ja. Ja, das ist ja auch, ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen erwartet, das kam dann nicht, dass noch die anderen beiden Drachen sich noch daneben setzen, dass dann so der dreiköpfige Drache, heißt es ja in den Büchern immer wieder, dass das dann da gemacht, aber so wurde es nicht gemacht.
Es muss ja noch ein paar Probleme geben. Ja. Ich meine, das wäre ja dann zu einfach. Ne? Aber mich hat das ein bisschen erinnert, Drogon an Balerion. Das war der große Riesendrache von Aegon dem Ersten, Aegon dem Eroberer, der schwarze Schrecken. Dieser Drogon wird, glaube ich mal, ein richtig, richtig großer und gefährlicher Drache. Ist ja auch der einzige, der nicht eingesperrt war in der Pyramide. Ich glaube, der wird größer als der schwarze Schrecken. Ja, das hat schon krasse Parallelen zu der zu Aegons Eroberung, Dannys Eroberung. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, dass das nicht gut gespielt war, wie ich persönlich fand, aber gut. Und ich habe noch geschrieben, dass sie jetzt nach Marine Crowdsurfen kann, weil die Leute sie noch mehr lieben. Ach ja, und noch eine Sache, die ich super fand, was in der Show immer wieder passiert, was auch schon mit Mace Tyrell in der Folge passiert ist, ist mir da noch viel mehr aufgefallen als sonst. Sie sitzt auf dem Drachen. Keine Ahnung, wie viele Meter vor ihr ist Abstand und dann kommt die Armee. Sie spricht so relativ laut, durchschnittlich laut, aber die ganze Armee jubelt. Es ist irgendwie so, dass die haben weder Mikrofon noch schreien die noch tun die irgendwas. Die finden die halt auch so geil. Die Hintersten in der Armee jubeln noch. Aber das hat sich halt schnell herumgesprochen. Das ist auch so ein Movie-Trope, das ist auch so ein Filmklischee. Also was sagst du insgesamt zur Folge? Ah, ganz okay. Ja, also ich fand sie hatte extrem interessante Momente und ein paar schwache Momente. Also für mich waren so die Highlights die Vision. Arya fand ich super. Also ich fand diese eine Vision mit Lyanna wahrscheinlich. Ja. Ich fand, das war so eines dieser Kerndinger aus der Folge. Absolut. Einfach so auch Blood of my Blood, was passen würde. Ich fand halt super interessant, dass Arya jetzt wieder Arya ist und jetzt bin ich wieder vollkommen dabei bei ihrer Storyline. Große Septe von Baelor fand ich sehr, sehr cool. Ansonsten, ja, Daenerys war halt tatsächlich, wenn das, diese letzte Daenerys-Szene nicht gewesen wäre, dann wäre ich gesagt, cool. Ja. Gefiel mir im Großen und Ganzen, aber so war es halt. Ja, hätte besser sein können, wie ich finde. Aber ist okay. Es gibt immer noch eine neue Folge. Ja, selbst Game of Thrones schlecht ist bei mir halt immer noch sehr gut. Also ich meine, selbst die schlechtesten Game of Thrones-Folgen sind besser als manche Serien insgesamt. Ja, das stimmt, das kann man so sagen. Ja, ihr solltet jetzt auf jeden Fall noch eines unserer letzten Game of Thrones Videos gucken. Zum Beispiel, wie wäre es mit der Faktenfolge, wo wir genau die Herrschaft von Aerys und Tywin beschreiben und auch erklären, wie es zu Roberts Rebellion kam. Genau, und wie das alles kam, dass ein gewisser Aerys alle burnen wollte. Genau. Und vergesst auch nicht, uns auf unsere Social Media Accounts zu abonnieren. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hier auf die Fanfabrik mit mir, dem Alper und dem Jonas. Vala Morghulis! Vala Duheris. Dankeschön. Dann sag nicht Dankeschön. Dann sag bitteschön, dann auf Dankeschön. Warum? Na egal.